bin so gespannt. Moin Moin und Hallo. Wir haben ja ein ganz besonderes Unboxing. Wir haben hier ein wunderschönes Metallköfferchen. Was mag drin sein? Wer weiß das schon? Gucken wir doch mal rein. Ich habe schon mal ausgepackt, hier Amazon-Kistchen. Und dann schauen wir mal rein. Und wir haben hier, oh ja, könnt ihr das sehen? Kleine Upsi, jetzt ist mir leider etwas hier runtergerutscht. So, ich stelle mal kurz um, weil die Beleuchtung ein Problem war. Oh ja, könnt ihr das sehen, die kleine Säule? Ja? Mein kleines Köfferchen mit meinem neuen kleinen Freund. Ja, wir haben natürlich dann auch noch sowohl Pfeifenreiniger, Stopfwerkzeug, genauso wie Stand etc. dabei, genauso wie noch Kohle, Faser, Filter und weiteres Zubehör, was sich hier befindet, hier drunter. Wie man dann sieht, hier noch verschiedene Siebarten, Reiniger und natürlich noch verschiedenes Werkzeug. Dann haben wir hier natürlich auch noch den, kriege ich gerade gar nicht raus, den Korken. Zum Ausstopfen bzw. Zumachen. Und hier haben wir das Schmuckstück selbst, unsere Pfeife. Ja, wunderschön, oder? Wunderschönes Material, wie man sieht hier. Na, müssen wir ein bisschen sauber machen, ne? Hier ist ein bisschen staubig, ein bisschen Staub drin, wie man sieht. Hier kann man dann die Siebe reinsetzen, haben hier unseren Satz hier, den wir mal eben rausziehen können. Auch ein bisschen staubig hier, ne? Mann, Mann. Und haben dann hier, wie gesagt, unsere fertige Pfeife. Diesen Satz hier, beziehungsweise dieses kleine leckere Kartönchen, bekommt ihr für 29,99 bei ja, 29,99 bei Amazon. Wir stellen das Ding auch mal kurz in diesen kleinen Ständer rein, den man hat, zum Beispiel, um den zum Abkühlen oder sonst wie zu nutzen. Der wird so aufgestellt. Und ja, das war's eigentlich schon mit dem Unboxing. Sind wir schnell fertig, oder? Können wir hier noch die verschiedenen Zusatzteile hinzulegen, dass man das mal so in der Übersicht sieht und dann auch das Sieb etc. So. Im Großen und Ganzen sind wir dann schon durch. Schnelles Unboxing heute und ich werde jetzt mal genießen, wie man so schön sagt.